Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch die Lösung zu den Woche 9 Challenges von Deadpool zeigen. Damit könnt ihr dann auch die weiße Version von Deadpool freischalten. Außerdem werde ich euch auch gleich noch die neuen Items im Itemshop zeigen, denn der hat sich ja jetzt auch nochmal um 16 Uhr aktualisiert. Ich würde sagen, wir beginnen allerdings erstmal mit den Challenges. Und hier hat sich natürlich der Deadpool-Raum auch komplett geupdatet. Und jetzt steht hier tatsächlich alles unter Wasser. Die erste Challenge ist dann, dass wir Deadpools Shorts finden müssen. Und dann müssen wir als zweites noch vor Deadpools Hose salutieren. Um Deadpools Shorts zu finden, muss man einmal dann hier in den Agentenraum gehen, dann einmal zu Midas weitergehen und dann befindet sich hier auf der Stuhllehne die Deadpool Shorts. Da muss man natürlich noch einmal in eine normale Runde reingehen. Ich nutze jetzt einfach einmal das Kampflabor, damit ich euch das vernünftig zeigen kann. Dafür muss man dann einmal nach Sweaty Sands gehen. Und dann befindet sich dort auf dem Main-Gebäude tatsächlich die Deadpool-Shorts. Damit muss man dann einmal interagieren. Ich werde euch kurz zeigen, wie man das Ganze machen kann. Werde ich jetzt natürlich nicht die Challenge abgeschlossen bekommen, weil das natürlich nur in normalen Runden geht. Sollte aber relativ leicht möglich sein. Ich glaube zum Beispiel auch auf Deadpools Yacht ist ganz vorne noch eine weitere Shorts. Aber eine der Shorts befindet sich auf jeden Fall in Sweaty Sands auf dem Main-Gebäude oder eben halt, wie gesagt, ganz vorne an der Spitze von der Yacht und wahrscheinlich auch noch in vielen, vielen anderen Orten. Sehen fast so ein bisschen aus wie eine Fahne, aber sind tatsächlich nur für die Challenge gedacht. Und die Deadpool-Shorts hier in Sweaty Sands befinden sich ganz oben auf dem höchsten Punkt eigentlich. Das heißt, sollte man auf jeden Fall nicht übersehen können. Dann muss man hier einfach einmal hinfliegen und mit diesen Deadpool-Shorts interagieren, also salutieren. Wie gesagt, ich bekomme jetzt die Challenge nicht freigeschaltet. Aber wenn ihr es in einer normalen Runde macht, dann habt ihr es tatsächlich freigeschaltet. Es zählt auch nicht, dass er das Emote salutieren macht. Das gibt es ja auch, glaube ich, aus Season 2 oder so. Das hat natürlich nicht jeder. Ihr müsst ganz einfach nur damit interagieren. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal den neuen Itemshop an. Denn dort sind ja jetzt auch noch einige neue Skins drin. Wenn euch die Videos hier natürlich auf dem Kanal gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Dann helft ihr mir auch auf dem Weg 10.000 Abonnenten. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir gleich wieder die Hype Night in Nahosten und die europäische Halbzeit zocken und dann später noch in Nordamerika Osten. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal die ganzen neuen Items an und das sind tatsächlich eine ganze Menge. Und wir haben jetzt hier auch nur noch 6 normale Items, der Rest wurde alles ersetzt. Da haben wir einmal das neue X-Force Set für 3000 V-Bucks statt 4500 V-Bucks. Dann bekommen wir einmal den Psylocke Skin. Ich glaube, es sind alles irgendwelche Charaktere aus den Deadpool-Filmen. Ich kenne mich allerdings nicht genau damit aus. Dann gibt es noch den Domino Skin und den Cable Skin. Relativ breiter Skin tatsächlich. Also die anderen beiden sind vollkommen in Ordnung von der Breite her, aber der andere, dieser Skin ist auf jeden Fall viel zu breit, um damit wieder 50 zu spielen. Dann gibt es natürlich auch noch das ganze Ausrüstungspaket dazu für 2500 V-Bucks statt 4000 V-Bucks. Das heißt, das ist sogar fast genauso teuer wie die ganzen Skins an sich. Da haben wir einmal den Psy-Dolch. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Dann den Psy-Flügler, also den Gleiter im Prinzip dazu. Sieht auch sehr interessant aus. Dann haben wir die Risikoklinge noch und den Spitzhacke Unaufhaltbare Kraft. Ist auch tatsächlich eine animierte Spitzhacke. Natürlich kann man auch alles einzeln kaufen. Man muss das nicht alles als Set kaufen. Und dann haben wir natürlich auch noch die ganzen, also einmal das Deadpool Mashup Set mit dem Ravenpool und dem Kuschelpool Skin. Sowie dann auch noch das Deadpool Ausrüstungspaket mit dem Drachenhorngleiter, dem Chimichanga Emote, dann den Fleischhammer Spitzhacken und den Flott unterwegs Emote als Fortbewegungs Emote natürlich. Und das sind dann soweit alle neuen Items, die jetzt heute wieder im Shop sind. Ich denke mal, wird wieder bis zur Shop-Aktualisierung am Montag um 2 Uhr drin bleiben, so wie es die letzten Wochen auch war. Und vielleicht erwarten uns ja in den nächsten Wochen noch ein paar neue Items. Ich glaube aber, dass so langsam nicht mehr wirklich viele dazukommen werden. Aber ist auf jeden Fall schon eine Menge, was wir hier an neuen Skins dazu bekommen haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen und gefallen. Wenn ja, lasst natürlich gerne eine Bewertung da und schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich nachher im Stream nochmal wieder. Bis dahin, ciao.